Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Hugo 2 auf dem Gameboy. Und wer kann sich nicht dran erinnern, Mitte, Ende der 90er Jahre auf irgendein, ich weiß gar nicht mehr auf welchen TV-Sender es lief, die Hugo-Show, eine der vielleicht allerersten Call-In-Shows der Welt. Leute haben angerufen, im Studio stand da meistens irgendeine hippe Moderatorin und hat die Leute dann durch irgendwelche Computerspiele geleitet, in dem Fall dann halt Spiele mit Hugo, wo man von A nach B hüpfen musste. Gegenständen ausweichen musste, Geldsäcke einsammeln musste und hast du nicht gesehen. Das werden wir jetzt gleich hier auch spielen. Natürlich hatte diese TV-Show auch eine Umsetzung für den Gameboy. Ich gehe mal ganz kurz in die Optionen rein, denn in der Testaufnahme habe ich es nicht über den ersten Level hinweg geschafft. Deswegen denke ich mal, genau, stelle ich mal zurück auf leicht und dann schauen wir uns mal dieses wunderbare Spiel an. Du entkommst mir nicht, hahaha! Das war irgendwie die böse Hexe, oder ich weiß nicht mehr genau. Waldlevel. Versuche, mindestens 17 Goldsäcke einzusammeln. Ja, guck mal an. Das geht schon mit einem anderen Level los. Vorhin war ich in so einer komischen Höhle, wo ich immer in die Tiefen gesprungen bin. Wie springe ich denn? Achso, einfach nur drücken. Ja, das ist das ganze Spiel. Hugo läuft von alleine. Ich kann nur springen. Boah. Boah. Und ja, ohne Fernsehen wäre es dann halt so gewesen. Hier muss man Millimeter genau springen. Dass man wirklich auf seiner Telefontastatur eine entsprechende Taste gedrückt hat, um Hugo zu bewegen. In dem Fall jetzt, weiß ich nicht, Taste 2 zum Beispiel. Das ist gar nicht so einfach. Achso, ich kann ihn auch bücken lassen, also dass er kriecht. Das ist natürlich praktisch. Wie viele von den Dingern muss ich denn noch einsammeln? Ich habe da mal unten gedrückt. Achso, der bleibt nur für eine gewisse Zeit unten. Ja, ihr seht schon, das Spiel ist gar nicht mal so leicht. Und so schnell kann man dann auch am Ende sein. Und schon Game Over? Nee, noch geht's. Super. Ja, und wer das dann in Wirklichkeit geschafft hat, der hat dann, ich weiß nicht, was gewonnen. Geld oder einen Urlaub. Oder einfach nur eine Medaille für den besten Telespielspieler aller Zeiten. Das war's schon wieder. Ja, kann ich vielleicht noch die Option auf sehr leicht umstellen? Geht das? Schwer, ja sicher, schwer. Mhm. Ja, das lassen wir mal lieber. Also leicht ist das Einfachste, angeblich. Ja, du entkommst mir nicht. Ich gebe dir fast recht. Was hat hier für komische Lippen? Snowboard-Level. Versuche, mindestens 5 Goldsäcke einzusammeln. Aha. Also es sind verschiedene Minispiele drin. Das ist bestimmt eine Schneekugel, die ich nicht einsammeln darf. Und da fahre ich natürlich direkt rein. Ah! Kann ich springen mit Hugo? Nein. Oh, okay. Ah, Goldsäckel. Goldsäckel und Schneelawine. Wie unfair ist das denn, bitteschön? Ah! Hugo! Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Show damals gerne geguckt habe. Ich kann mich nicht mehr entsinnen. Wahrscheinlich habe ich die gerne geguckt, um die Leute versagen zu sehen. So wie ich jetzt hier. Ja, man muss über die Rampe da rechts fahren. Vorhin war sie links. Sehr fair. Ja, das Spiel ist ein wenig frustrierend, liebe Zuschauer. Goldsäckel, sehr schön. Schneekugel ausweichen. Haus, Sprungschanze, wunderbar. Ah, verdammt! Das war doch ein Goldsäckel. Hugo, was machst du nur? Hugo stammt übrigens aus Dänemark. Wer bist du denn? Hallo? Oh. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Hugo. Naja, eigentlich verliere ich ja mit Absicht, damit wir immer wieder ein neues Spiel starten können, damit ihr immer wieder einen neuen Level seht. Ja, ich weiß. Geh's mal auf den Keks. Schwimmerlevel. Versuche mindestens 5 Goldsäcke einzusammeln. Mhm. Okay, ich kann nach links und rechts. Ich kann sonst nichts machen. Luft kriegt er genug? Oder muss ich irgendwie auftauchen? Hugo? Ah, ich muss nach oben, um Luft zu holen. Es geht aber nur, wenn er in der mittleren Position ist. Und Goldsäcke kommen so gar nicht, oder? Da ist ja einer.
Warum nimmt er nicht eine Sauerstoffflasche mit? Ah, Fisch! Verdammt, warum bleibe ich denn nicht einfach da? So wie bei Superball. Einfach so lange bleiben auf einer Spur, bis ein Ball kommt. Oder in dem Fall halt ein Fisch. Ach, das geht natürlich nicht. Man kann nicht über ihn hinwegschwimmen. Nö, ist klar. Macht Sinn. Dass man immer wieder von vorne anfangen muss mit den Goldsäckeln, das finde ich auch ein bisschen ungünstig. Oh, den habe ich noch erwischt. Sehr schön. Nein! Oh, da kann man aber auch nichts machen. Da habe ich jetzt gar nicht hingedrückt, Hugo. Warum schwimmst du nach oben? Fahren, Flüchtling. Okay. Ich habe gedacht, na, so eine kleine Minispielsammlung von Hugo, wie damals in der TV-Show. Das ist bestimmt lustig. Ja, unheimlich lustig. Eishöhle-Level. Das ist der Level, den ich in der Pokal, in der Testaufnahme hatte. Drei Pokale müssen wir einsammeln und dann zur Tür. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Man kann nicht dauerhaft stehen bleiben. Dann kriegt man nämlich mit den Handschuhen, die links und rechts in den Wänden drin sind, einen verpasst. Und es ist zwar schön, die Geldsäckel einzusammeln, aber wir brauchen Pokale. Keine Geldsäckel. Da ist einer von diesen Pokalen. Wie gesagt, dauerhaft stehen bleiben ist in den Leveln nicht gut. Da seht ihr, dass dann die Handschuhe anfangen, sich zu bewegen, beziehungsweise dass von der Decke irgendwie Steine runterfallen. Hat den gleichen tödlichen Effekt. Komm, ein Pokal noch, dann können wir zur Tür. Das ist wieder kein Pokal, das ist ein Pokal. So. Sollten wir tatsächlich mal ein Level schaffen? Das ist jetzt das Problem. Drei Schlösser und ich habe hier drei Symbole, von denen ich nicht weiß, was diese Symbole von mir wollen. Was ist das? Ein Hut? Eine Ente? Eine Trommel? Hä? Komm, nehmen wir die Ente. Die goldene Mitte. Hört sich nicht gut an. Schade, das waren die falschen Symbole. Hä? Wett? Ach, dann dürfen wir den Eishöhle-Level aber nochmal spielen. Es ist also purer Zufall, welches Symbol man da auswählt, ob das richtig ist oder nicht. Man hat keinen Hinweis, nichts. Man muss einfach ein Symbol auswählen. Ja, auch schon die Telefonsendung damals, die war nicht immer fair, das muss ich dazu sagen. Aber das Spiel hier, das macht's einen doch ziemlich frustrig. Ah, da unten habe ich jetzt ein Symbol. Habt ihr das gesehen? Da war eine, so eine Triangel. Muss man mir vielleicht auch sagen, dass man darauf achten muss. Hell sehen kann ich nicht. Ich kann im Dunkeln ganz gut sehen, aber das war's auch schon. Apfel, Triangel, Apfel. Triangel, Apfel. Triangel, Apfel. Nein, 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 nein. Wenn man zu gierig wird, nur weil da ein Pokal war. Also nochmal von vorne. Ente. Ente, 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 Ente. Ja, und dann taucht mal wieder kein Pokal auf. Pokal. Ente übrigens. Oh, komm schon. Gib mich einen Pokal. Ente. Nach wie vor die Ente. Die Ente steht schon mal. Also können wir die Ente auch wieder vergessen. Oder kann ich jetzt einfach zur Tür? Ah! Ich versuche jetzt einfach mal zur Tür zu kommen. Wir hatten Triangel, Apfel, Ente. Triangel, Apfel, Ente. Ja, das ist ja soweit richtig, aber wo ist die Ente? Ich muss also das weg, weil das nicht richtig ist. Triangel hatten wir, Apfel hatten wir. Und da kommt dann die Ente hin. Richtig?
Oh. Ja, Game Over, ich weiß. Toll, dein Game Over Jingle. Nee, lassen wir's. Das war Hugo 2 für den Game Boy, nach der bekannten Die Hugo Show aus den späten 90er Jahren. Ich bin jetzt frustriert, bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.